Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gerade bei dem Zwischenruf vom Kollegen Hartl hat man ja gemerkt, worum es eigentlich im Antrag geht. Wir sind im Wahlkampf angekommen. Das war ja der letzte Satz von Herrn Kern. Wenn man sich konkret die Probleme, also was mir in Ihrer Rede völlig gefehlt hat, ist jede Form von Bilanz, Statistik oder beispielsweise Best-Practice-Beispielen. Die CDU ist doch nun in vielen Kommunen und Regionen im Land in der Mehrheit. Wo sind denn Ihre positiven Beispiele in der kommunalen Arbeit, wo Sie sozusagen über gezielte Beratung und Förderprogramme genau da, wo Sie meinen, dass die Landesregierung es nicht macht, eigene Schwerpunkte setzen? Weil, Herr Kern, Sie sind nicht vom Fach, das ist jetzt auch sozusagen, das hat man bei Ihrer ganzen Rede ja gemerkt, also wenn ich über Wohnungsbau spreche. Aber ein Grundproblem in der Wohnungsbau- und Wohnungsmarktsituation ist doch, dass viele Kommunalverwaltungen, und da sind wir uns doch auch einig im Ausschuss, einfach gar nicht die fachliche Ausstattung haben, in den Planungsämtern, in den Genehmigungsbehörden, Programme von Land und Bund so zeitnah umzusetzen, dass sie greifen. Ja? Da fehlt mir sozusagen jegliche Form von Analyse oder Selbsteinsicht bei dem, was Sie hier vorlegen und bei den Sachen, die Sie ansprechen. Das ist ja ein buntes Sammelsurium, dieser Antrag. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage, das von Ihnen angesprochen? Ja, eigentlich wollte ich gerne noch ein bisschen ausführen, aber wir können auch eine Zwischenfrage machen, klar. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, danke schön. Zum zweiten Mal wird hier gesagt, dass ich nicht vom Fach sei. Ich bin zwar nicht im Fachausschuss, aber ist Ihnen bekannt, dass ich 43 Jahre in der Sparkasse gearbeitet habe. Und mir zu unterstellen, ich hätte keine Fachlichkeit, ist eine Unverschämtheit. Ja, gut. Also welche Vokabeln Sie hier nutzen, welche Radikalvokabeln Sie hier benutzen, das ist Ihre persönliche Sache. Ich bin jetzt 6 Jahre im Wohnungsbauausschuss und kann so ein bisschen beurteilen, was Fachlichkeit angeht. Und es mag ja sein, dass Sie familienpolitisch vom Fach sind, aber was die Frage der Fachlichkeit im Bereich Wohnungs- und Städtebau angeht, da habe ich doch einige Fragezeichen, also auch was diesen Antrag angeht. Ja? Weil das, was Sie ansprechen in dem Antrag, also wir müssten nachbessern oder zusätzliche Förderprogramme machen, sowohl bei der Wohnraumförderung als auch bei der Städtebauförderung gibt es doch spezielle Förderprogramme mit Kinderbonus oder für Familien. Das ist doch längst vorhanden. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das müsste erhöht werden und ausgebaut werden. Dann machen Sie doch einen konkreten Vorschlag, auf welche Höhe. Oder die Vorschläge zur Landesbauordnung. Sie sagen ja, Sie wollen bei der Landesbauordnung Punkte ändern. Wir kommen jetzt ja ins parlamentarische Verfahren. Liebe CDU-Kollegen, Sie müssen mir auch nicht zuhören. Ich kann auch gerne mit Rot-Grün das weiter diskutieren. Aber ja, gut. Ich hätte mir vorgestellt, wenn man einen solchen Antrag im parlamentarischen Prozess zur Landesbauordnung stellt, in dem wir jetzt hier eintreten. Wir haben ja die große Anhörung im Oktober und kommen jetzt in das Verfahren. Dann machen Sie doch mal einen konkreten Vorschlag, was im Rahmen der Landesbauordnung geändert werden soll, wenn Sie Mehrkindfamilien oder Familien mit vielen Kindern fördern wollen. Das fehlt in diesem Antrag aus meiner Sicht völlig. Und ich darf ja sagen, was ich meine, was in so einem Antrag drin sein sollte, damit er inhaltlich überzeugt. Und mich hat er inhaltlich eben nicht überzeugt. Ja? Und ein weiterer Hinweis, wenn Sie den Vorschlag machen oder meinen, dass man Eigentumserwerb in dieser Niedrigzinsphase fördern sollte, ja? In dieser Phase fördern sollte, so, und das ist ja der Klang des Antrages, dann finde ich das persönlich unter dem Aspekt, ja, dass man natürlich dann auch sozusagen, was den Eigenkapital angeht, wenn man Eigenkapitalanteil angeht, runtergehen will, dann finde ich das perspektivisch verantwortungslos. Sie treiben doch mit Ihrem Vorschlag junge Familien mit mehreren Kindern perspektivisch in die Verschuldung rein, wenn Sie jetzt darauf plädieren, dass wir sozusagen jetzt gerade in die Eigentumsförderung einsteigen. Oder wenn Sie den Vorschlag machen, dass hier das Land erhebliche Gelder in die Hand nehmen soll, also zum Beispiel zusätzliche Tilgungsnachlässe gewähren soll, dann sagen Sie uns doch bitte, wo sollen denn bei den anderen Tilgungsnachlässen, die wir jetzt ja im Bereich der Wohnraumförderung auch deutlich gewährt haben, auch mit ganz klaren Konsequenzen, also mit positiven Anreizmerkmalen, dann sagen Sie doch bitte, wo soll das zusätzliche Geld herkommen, weil man kann sich jetzt nicht hier hinsetzen und auf der einen Seite der Landesregierung zusätzliche Verschuldung vorwerfen oder
sozusagen Überschreitung des Haushaltskorridors und dann solche Anträge stellen, wo suggeriert wird, dass noch deutlich mehr Geld in die Hand genommen werden soll. Das ist doch Ihre Politik. Der grundsätzliche Ansatz, zu sagen, wir wollen Wohnraum fördern für verschiedene Gruppen, die speziell zusätzliche Unterstützung brauchen. Und das sind natürlich Familien mit Kindern, mit mehreren Kindern. Das sind aber auch alte Menschen, das sind Menschen mit Handicap etc. Die ist ja vollkommen richtig. Aber aus unserer Sicht passiert das mittlerweile oder es passiert mit zunehmendem Maße. Und ich meine, dass man dann, wenn man so einen Antrag stellt, auch auf die Erfolge, die es im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und insbesondere der Wohnraumförderung in den letzten Jahren gegeben hat, auch mal wenigstens mit einem Schlenker oder mit einem Halbsatz hätte eingehen können. So, weil da gibt es eindeutig Bewegung, und das ist jetzt nicht parteipolitisch zu sehen, alle Gruppen, die im Bündnis für Wohnen zusammengeschlossen sind, doch in Nordrhein-Westfalen, machen einem das doch deutlich. Und ich meine, die Spitzen dieser jeweiligen Verbände sind doch eigentlich im Wesentlichen CDU-Mitglieder, also von daher ist das doch frei jeglicher Parteipolitik. Die Richtung, das hat die Kollegin Philipp doch eben völlig richtig gesagt, ist doch, dass es einen großen Druck auf die Ballungszentren und auf die Kommunen gibt. Und deswegen brauchen wir doch eine differenzierte Förderkulisse in diesem Bereich. Ich meine, wenn man sich den Antrag durchliest, dann hat man leider den Eindruck, dass es hier nur um Gießkanne geht und nur sozusagen um ja, eine Wohnungsmarktsituation, wie wir sie heutzutage gar nicht haben. Wir müssen eine differenzierte Förderkulisse umsetzen und da braucht man andere Programme für Großstädte und Metropolen wie Köln und Düsseldorf und andere Städte oder für den ländlichen Raum. Und ich meine auch, dass das Ihr Antrag leider nicht hergeht, liebe CDU. Also zusammengefasst, wir werden ja eine Beratung im Ausschuss noch mal haben. Ich habe bei dem Antrag den Eindruck, grundsätzlich das Thema kann man setzen. Es ist auch ein Anliegen, was wir alle miteinander haben sollen. Aber was Sie da als Analyse sozusagen machen, also wo Handlungsnotwendigkeiten sind, das ist mir zu kurz gesprungen. Sie erwähnen positive Tatbestände der Wohnungsmarktpolitik in den letzten Jahren und Trends überhaupt nicht. Und letztlich in den Folgerungen, ich hätte gerne, aber wir haben ja noch eine zweite Runde, vielleicht kommt das auch noch, ich hätte gerne wirklich zwei oder drei Spiegelstriche sehr konkret, was schlägt die CDU für die neue Landesbauordnung vor, wenn wir mehr Kindfamilien fördern wollen. Das würde mich einfach interessieren. Wir haben jetzt im parlamentarischen Prozess, es gibt ja diesen berühmten Satz, kein Gesetz kommt am Ende wieder sozusagen so aus dem Parlament raus, wie es reingebracht worden ist. Also wenn Sie da konkrete Vorschläge haben, dann bitte stellen Sie uns die vor. Wir kommen jetzt in die Beratung und ich bin gespannt. Und wenn die Vorschläge vernünftig sind, werden wir die entsprechend auch aufnehmen und in die neue Landesbauordnung aufnehmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Klocke. Für die